Und jetzt stellen wir Ihnen eine Dortmunderin vor, die inzwischen den Reichen und Schönen in New York Beine macht. Ariane Hund ist eine erfolgreiche Fitnesstrainerin. Dafür muss sie allerdings hart arbeiten. Aber Ariane will noch mehr. Jetzt hat sie die Gegend im Visier, wo das ganz große Geld sitzt, die Wall Street. Was sie da will und wie ihr Vorstellungsgespräch verläuft, Markus Sesing und Elliot Osifo mit einer Frau, die ganz nach oben will. Hertha, Lydia, Hertha, du bist viel stärker. Sie hat sich in Amerika ganz nach oben gearbeitet. Als Fitnesstrainerin der Reichen und Schönen, hat sogar ihre eigene Trainings-DVD auf den Markt gebracht, ist fast schon ein Fernsehstar in den USA. Aber jetzt plant sie den ganz großen Coup. Im Zentrum des Geldes, der New Yorker Wall Street, will sie reichen Managern Kurse geben. Wenn ich da eben einen Job kriege, dann heißt das, dass ich dadurch Zugang zu tausend von Klienten kriege, die eben ein besseres Klientel sind als deine durchschnittliche Hausfrau hier in New York. Ich habe 6 Trainer, die für mich arbeiten, und es wäre wahnsinnig toll, wenn ich die dort einbringen könnte, damit sie dort meine Programme lehren können. Eine Riesenchance, die sich Ariane in den vergangenen Jahren hart erkämpft hat. Anfangs versucht sie als Babysitterin, Kellnerin und Deutschlehrerin ihr Glück. Von einer Fitnesskarriere ist damals nichts zu sehen. Also ich bin vor 15 Jahren in Amerika gelandet als Au-pair und war anfangs ein bisschen Pummelchen, habe auch schön zugenommen anfangs erstmal und habe letztendlich dann einen Job gekriegt in der Forschung, dann in der Marktforschung. Und dann vor 5 Jahren habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr durchziehen, ich möchte gerne mein eigenes Ding durchziehen. Und habe dann angefangen, als Personal Trainerin zu arbeiten. Und dann vor 4 Jahren habe ich das Brooklyn Bridge Bootcamp gegründet. Und das hat dann halt gut eingeschlagen. Und seitdem bin ich ganz schön beschäftigt. Selbst ins amerikanische Fernsehen hat es Ariane geschafft. Doch der Erfolg hat seinen Preis. Sie arbeitet bis zu 17 Stunden am Tag, ohne Pause. Jetzt aber will Ariane ihr Lebenskonzept ändern. Abends, wenn ich nach Hause komme, dann bin ich wirklich so todmüde, da ist nicht mehr viel Spaß zu haben. Und so will ich mein Leben eigentlich nicht leben. Das Privatleben bleibt ein bisschen auf der Strecke. Ich bin jetzt wieder Single und mein Job hat bestimmt auch einiges damit zu tun. Also ich will nicht nur leben, um zu arbeiten, aber ich will auch arbeiten, weil es mir Spaß macht, aber auch um mein Leben zu genießen. Ihr Leben genießt Ariane derzeit in dieser schicken Wohnung mitten in New York. Und die ist nicht ganz billig. Also ich zahle 3.200 und ungefähr $50 Nebenkosten pro Monat, was eigentlich ganz schön happig ist. Aber dafür kriegt man auch sehr viel Platz hier. Umgerechnet knapp 130 Euro kostet eine Fitnessstunde mit Ariane. Wir begleiten sie zu einem ihrer täglichen Termine. In einem Manhattaner Edelfitnessstudio trainiert die 36-Jährige die Designerin Lydia. Wie ist deine Energie? Sehr gut heute. Ja. Hab viel Energie. Lass uns los. Gut. Gut. Ein guter Draht zu ihren Kunden ist Ariane sehr wichtig. Hertha, Lydia, Hertha, du bist viel stärker. Ich noch 2. Ist ja furchtbar. Also es gibt sehr viele Klienten, die natürlich sagen, also ich zahle dich, du hältst die Klappe jetzt, aber das sind nicht meine Klienten. Also ich höre das mal von Bekannten, die Leute trainieren, aber mit solchen Leuten würde ich mich halt nicht, was soll ich denn mit denen Zeit verbringen? Auch mit ihrem nächsten Kunden versteht sich der Personal Coach prächtig. Jay wohnt direkt im Zentrum. Der 64-Jährige bucht Ariane 2-mal die Woche, um fit zu bleiben. Und weil er dafür nur ungern sein Apartment verlässt, besucht ihn eben Ariane. Awesome job. Bring both legs down. Can we do another one where your heart rate comes up? Jay ist ein angenehmer Kunde, aber es gibt auch andere. Ich meine, die Leute denken, wenn sie ein Preisschild an ihren Körper hängen, dann kannst du ihnen Resultate so über Nacht verschaffen und dann realisieren sie erstmal, was da für Arbeit reingeht. Die müssen ihre Ernährung umstellen, sie müssen ständig dranbleiben und sie müssen halt auch ihre Hausaufgaben machen. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht und könnte ihre erfolgreiche Karriere jetzt noch einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen. Noch knapp 30 Minuten, dann hat Ariane ihr persönliches Casting im Fitnesscenter der Wall Street. Hallo Mama. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Also ich gehe jetzt gleich zu dieser Wall Street Gym und ich wollte nur meine Nerven beruhigen, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Dann ist es soweit. Ariane steht kurz vor ihrem großen Casting bei ihm. Rob Brown, seit gerade mal einer Woche Geschäftsführer im Fitnessstudio in der Wall Street und ein harter Hund. You know, for me as a manager, I hire based a lot of times off personality.
Because anyone can teach someone how to actually do the exercises. It's a charismatic personality that makes someone want to be with you for an hour. So that's kind of what we're looking for when we hire our personal trainers. Hey, Rob. How are you? Nice to meet you. Nice Ariana. Nice to meet you. How are you? Good. Thanks for making the time to meet with me today. And I was just going to show you a little demonstration of my type of training, and I'd love to see what you think about it. Yeah, yeah. Just, I'm kind of on a time restraint. I have like 10 minutes, so you can fit it in 10 minutes. Yeah, I can definitely do that. Perfect, good. 10 Minuten gibt der Ariane also nicht viel Zeit, um den Modelathleten zu überzeugen. Ja, er kommt schon sehr als tough rüber, aber das ist ja auch in Ordnung, nicht wahr? Weil das macht mich nur besser. When we hire, we're really looking to hire the best. We don't just take any instructor off the streets. We really want something that's new, something that's different, something people down here haven't seen before. Ja, das ist halt Wall Street, das ist halt New York. Du musst eben zeigen, was du drauf hast. Und das wollen die halt hier. Jetzt geht's hier um alles. Immer lächeln? Natürlich, weil alles klasse ist. Mit zwei Probekunden aus dem Fitnessstudio präsentiert Ariane ihr Workout-Programm. Obwohl die 36-Jährige alles liebt, zeigt sich Rob wenig begeistert. Und der Mann hat seine Gründe. I question whether guys will really want to do it. It's more like an aerobics class where we had a lot of guys down here. I question whether our clientele is right for the class. I think I saw enough. Great. Thanks so much for taking the time, Rob. Appreciate it. Plötzlich springt Rob auf und lässt Ariane einfach stehen. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was er denkt, weil es ging so schnell. Also vom Gesichtsausdruck, ich habe überhaupt keine Ahnung, was er denkt. Ich weiß, dass er mehr einen Bodybuilding-Hintergrund hat und wahrscheinlich denkt, was ist denn das für ein Mist? Aber ich meine, er muss auch an seine Klienten denken. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Abschlussgespräch. Auch hier hat Rob nur 5 Minuten Zeit. Hey. Can I give him for a minute? Absolutely. Great, thank you. I'm worried that it's going to be too much of like an aerobics class. So I'm worried about if it can draw the numbers. What do you think? So if we sell it more as a guy type class, high intensity class, that seems challenging. They might want to live up to that challenge. All right. You know, I think to commit to like any kind of long term thing is a little premature. Yeah. I think a 4-week trial would be good, and then look at the numbers and kind of see where we're going to move forward from there. Okay, I'd love to live up to that challenge, yeah. Ariane hat wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt heißt es, erst die Kunden sammeln und Rob überzeugen. Dann will sie ihre Trainer unterrichten lassen, damit sie endlich wieder ein Privatleben hat. Ja, jetzt ist es erstmal eine Chance für einen Monat. Fix ist nix. Natürlich musst du halt immer zeigen, was du drauf hast. Ich mag Herausforderungen. Ein Angebot, das Arianes Zukunft in New York verändern kann. Denn ihr Ziel bleibt, weniger arbeiten und ihre Teams mehr einbinden. Und das scheint in diesem Luxus-Fitnessstudio tatsächlich möglich zu sein.